Hey ho, herzlich willkommen zurück zu Yep, Deus Ex. Willkommen zurück, schön, dass du eingeschaltet hast. Wir haben die Leute hier ja schon fast alle gefühlt. Ich guck mal gerade, wie viel kommt denn da noch? Gar nicht mehr so viel, also wir haben schon eine Menge ausgenockt und jetzt gehen wir weiter. Wir waren ja letztens noch auf der Flucht so halbwegs, denn wir wurden entdeckt anscheinend und ja, kam aber sehr schnell wieder vom Radar. Und jetzt geht's wieder schnurstracks geradeaus. Ich möchte mal gerade was ausprobieren. Haben wir irgendwo eine Flasche hier? War doch vorhin, ja, da. Also bei der letzten Folge, ne? Da war doch hier so ein Pilsner. Möchte ich mal aufheben. Möchte ich mal ausprobieren, denn da soll ein Effekt dann passieren. Die kann man nicht werfen, also ob man sie werfen kann, weiß ich nicht. Wo ist sie denn? Wie soll ich die denn hier überhaupt unterscheiden? Ich glaube, das ist das Teil, genau. Benutzen, genau, wir können es benutzen. Kombinieren, ablegen, bewegen, untersuchen. Ich kann es jetzt benutzen, ich kann es ja auch mal untersuchen. Beschreibung, okay. Ah ja, wir können das jedenfalls benutzen, dann bekommen wir anscheinend einen Effekt. Ich benutze den mal. Wow. Jetzt habe ich den immer noch benutzen. Okay, kann es sein, dass ich zwei hatte? Kann sein. Ja, da ist der Effekt. Okay, den wollte ich mir mal angucken. Ich habe davon nämlich Wind bekommen. Und ja, dachte mir, ich probiere das jetzt aus. Ich habe ja immer gedacht, man kann die werfen, um andere halt abzulenken. Was auch an sich keine schlechte Idee wäre. Und vielleicht kann man es ja. Ich vermute aber mal nicht. Und jetzt haben wir den Effekt. Jo. Jetzt müssen wir aber mal... Ich frage mich gerade, also er ist jetzt anscheinend etwas angetrunken und hat dann mega Nebeneffekt. Ich weiß auch nicht warum. Ich denke mal, das ist eigentlich nicht so übertrieben, aber bei ihm schon. Da habe ich mir überlegt, was passiert jetzt, wenn wir jemanden ausnocken? Schlägt er dann daneben und taukelt ein bisschen rum? Das sah witzig aus. Okay, ich werde dann jetzt mal auch geradeaus gehen. Hallo? Da kommt wieder Wasser von der Decke. Ist alles kaputt. Waren wir hier schon? Hier waren wir. Ja doch, einen Moment waren wir mal hier. Da hinten läuft jetzt einer. Oh, wenn er durchgeht, geht die Schranke aus. Apropos Schranken und so. Ich habe ein paar Infos gesammelt bekommen. Durch ein paar Infos von einem Bekannten, der auch Deus Ex spielt. Und wir haben uns mal so ein bisschen ausgetauscht, weil er ja auch Wind davon bekommen hat, dass ich Deus Ex spiele. Und ja, da haben wir uns mal ein bisschen ausgetauscht bei unserem letzten Gespräch. Willkommen. Das Paket für Ivan oder Ivan, Ivan. Ja, Bella, sorge dafür, dass Ivan sein Willkommenspaket erhält, bevor er in den Einsatz zieht. Kein Opti mehr. Zurück zur Normalität. Haben Sie es satt, auf der Straße angespuckt zu werden? Wollen Sie nicht länger grundlos von Polizisten verprügelt werden? Nervt es Sie ständig, Maschinen mit sich herumzuschleppen? Okay, kommen Sie... Was heißt das denn, ständig Maschinen mit sich herumzuschleppen? Man braucht ja keine tragbare Batterie. Und wenn, dann ist sie integriert oder nicht. Kommen Sie zu uns. Für wenig Geld helfen wir Ihnen dabei, Ihre unerwünschten Augmentierungen loszuwerden. Armprothese wird erledigt, Beinprothese kein Problem. Wir kümmern uns sogar um überflüssige Optimierungen am und im Schädel. Ihr Wohlbefinden ist unser Ziel. Kommen Sie zu kein Opti mehr. Und wenn Sie uns verlassen, werden Sie sich leichter fühlen. Ach Mensch, ihr habt sie doch nicht alle. Ich meine, das ist ja keine schlechte Idee, ne? Die Leute, die halt keine Optis sein wollen, dann sollen sie das doch machen. Aber für die Leute, die eins, also die diese Augmentation haben wollen, ich sag's mal lieber so, die, ja, sollten dann nicht anders behandelt werden. Ich wurde gemisstraut. Oh, da ist die Tür zu. Oh, ja, komm ruhig hierher. Kommt der hier hin? Hä, was kommt da? Hä, was ist denn da? Ist da irgendwas über uns? Nee, warte mal, hä? Boah, nee, warum schießen die denn immer? Okay. Ich muss wieder weg. Wir kennen ja unsere Stelle. Okay, Suche wird abgeschlossen. Das ist aber nett. So, was wollte ich sagen? Ich habe da nämlich noch ein paar Infos. Wir können... Genau.
Wenn wir Sachen haben, die wir unbedingt hacken wollen, wie beispielsweise Laptops oder auch von mir aus Türen, können wir uns nämlich was craften. Nämlich mit unseren verfügbaren Teilen. Davon haben wir nämlich 200, da haben wir uns ja schon mal ein oder zwei Biozellen haben wir uns ja damit schon mal hergestellt. Und wir können uns ein Multitool herstellen. Und wenn man sich das mal durchliest, weiß man auch vielleicht, wofür das gut ist. P-Jack ist ein tragbarer Mehrzweck-Hack-Einheit. Wird damit auf ein gesichertes Gerät abgeschossen, setzt sie gezielt Mikrowellenenergie frei, die meisten konventionellen Sperrsysteme neutralisiert. P-Jack ist voll kompatibel mit Biozellen und kann wieder aufgeladen werden. Das mit dem Aufladen weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau. Kann man das Multitool aufladen? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ja, jedenfalls kann man sich das Teil machen. Und damit kann man dann halt Sachen hacken. Selbst die ganz schweren Sachen. Die kann man da alle hacken. Ist dann kein Problem mehr. Also wenn wir mal unbedingt irgendwo rein wollen, wo wir so an sich nicht reinkommen könnten, weil uns Skillpunkte fehlen, etc., Praxis meine ich, dann, ja, ne, können wir das Multitool benutzen. Multitool. Okay, die Dingens ist jetzt auch abgeschlossen. Ja, fein. Und noch etwas. Ich möchte mir das mal eben angucken, und zwar unter Skills. Da gibt es nämlich einen Skill, den ich eventuell gerne holen wollen würde, nämlich einen, der ist hier irgendwo. Das ist, glaube ich, der hier, ne? Ja, das ist er. Hätte ich gewusst ganz genau, was der bringt, hätte ich mir den auch schon vielleicht vorher geholt. Ermöglicht das Hacken elektronischer Geräte aus der Entfernung. Warnung, ja, ja, okay. Aber so viel ich gehört habe, kann man nämlich damit auch Kameras hacken. Ermöglicht das Anspringen von Haken. Hacken von KI-Objekten in der Umgebung. Ja, oder auch Roboter. Habe ich auch die Info bekommen, kann man damit auch hacken. Und anscheinend sogar Fernseher, wie ich sehe. Das wäre auch nicht schlecht, da könnte man die ganzen Fernseher mal ausmachen. Okay. Kostet wie viel? 2. Und damit haben wir direkt das nächste. Kostenlos. Alles klar, damit hätten wir dann direkt 2. Ja, würde ich gerne machen. Wir haben jetzt hier einen Praxis. Ich gehe mal davon aus, ich spare mir den gerade für irgendetwas. Die Frage ist, für was wollte ich mir den jetzt sparen? Für die Unsichtbarkeit. Kann das sein? Ja, kann sein, dass ich das für die... Ja, doch, wollte ich für die Unsichtbarkeit. Die würde ich aber dann doch nochmal einen Schritt weiter hinten anstellen, denn dann möchte ich gerne das Remote-Hacken haben. Dann können wir aus weiterer Entfernung, so viel ich jetzt weiß, genau, KI-Objekten, also, ne? Die Roboter können wir dann hacken. Und hoffe ich mal, so viel ich weiß, auch, ja, Kameras und auch Fahrstühle. Und vielleicht sogar die Laser, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Das müssten wir dann mal gucken, was wir da alles nochmal machen können. Aber ich glaube, wenn ich jetzt noch einen Praxis bekomme, werde ich mir das jetzt erstmal an Land angeln. Okay, jetzt geht's weiter. Ich pack die Waffe mal weg, vielleicht... Ich weiß gar nicht, warum habe ich die Waffe überhaupt raus? Die habe ich schon seit Beginn, ne? Alle, hopp. Ja, was machen wir jetzt? Wir könnten auch einfach oben lang, ne? Aber ich gehe mal da unten wieder lang. Ich weiß auch gar nicht, warum wurde ich nochmal entdeckt vorhin? Lalala, ich gehe mal hier durch. So. Ach stimmt, man hat mich von da oben gesehen. Ja, da war irgendwo einer und ich weiß gar nicht, wie der hier reingekommen ist. Ach, ich glaube, da ist eine Tür. Ja, ich will jetzt nicht wieder langlaufen, obwohl auf der Karte sehe ich halt keinen. Und den einen hatten wir auch auf der Karte nicht gesehen. Da war ganz komisch gerade. Also, da war komisch. Ich weiß auch gar nicht, wie der uns gesehen hat. Der war dann anscheinend hier genau an der Spalte. Und auf der Minimap war das total am Verwirren. Ich weiß es nicht. Da oben leuchtet... Da ist wieder einer. Da oben ist der. Und was macht der jetzt? Ja genau, der ging dann da hinten rum. Ja, das hatte ich gesehen. Ach, dann ist er da runtergesprungen. Und ich habe nur die Winkel gesehen gehabt, wo man ihn nicht sah. So. Schalte ihn jetzt mal aus. Hoffen wir, ich werde nicht entdeckt. Der hat den wieder schön hinter uns geschmissen. Okay, Suche läuft. Mist, ich muss den schnell ausschalten. Nein, ich habe nicht genug Energie. Nein. Egal, egal, das machen wir jetzt. Ich sollte mal eine Biozelle nehmen. Oh, das ist sie gewesen. Einen Moment. B, ich nehme mal eine Biozelle.
So, wir werden jetzt mal die anderen ausschalten. Wenn jetzt einer hier hinkommen sollte. Ich glaube, die schießen gerade. Soll mir recht sein, dann schieße ich zurück. Oh, das sind aber eine Menge. Wisst ihr was, damit wir jetzt nicht warten müssen, mache ich das jetzt folgendermaßen. Ich renne jetzt gerade erstmal einmal kurz weg. Wir werden überleben, denke ich mir mal, keine Sorge. So, und dann mache ich mal, damit wir jetzt nicht wieder die ganze Zeit warten müssen, mache ich jetzt einfach mal ganz kurz einen kleinen Schnitt und warte, bis die weg sind. So, ich glaube, weiter muss ich mich auch gar nicht bewegen, deswegen sage ich mal, ja, bis gleich. Oh, ich glaube gar nicht, wie knapp das gerade ist hier. Oh, gleich haben wir 100%, das wird gerade so knapp, die sind ja alle hierher gekommen irgendwie. Oh, es ist vorbei. Okay, ich steck mal die Waffe ab. Nee, ich wollte gerade sagen, ich habe eine Waffe gezogen gehabt. Hoffno, hier stimmt was nicht. Aber, warum schnüffelt der? Ach ja, stimmt, ich bin ja noch immer im Sperrgebiet. Oh, ich hatte sogar gerade eben mit dem Gedanken gespielt, eben rauszukommen. Und einfach normal weiterzulaufen, aber... Ich warte gerade nochmal. Könntest du dich jetzt mal endlich von hier wegbewegen? Ach, weißt du was, dann bewege ich mich. Warum wird denn nicht auf der Minimap angezeigt? Weißt du was, ich besieg den jetzt. So. Gute Nacht. Soll er ruhig hier hinkommen. Ja, die Suche läuft noch. Ja, komm hier hin. Und den nächsten. Ah, die nächste. Tut mir leid. Zack. Die nächste ist sowieso immer am besten, weil wenn du sagst, die nächste, und das ist dann doch ein Mann, kannst du sagen, die nächste Person. Ja, jetzt komm du bitte auch hier hin. So geht's nämlich dann noch um einiges einfach. Und dann haben wir gleich in dem nächsten Raum keine Leute mehr, die uns stören. So, bleibt die jetzt die ganze Zeit da stehen? Ja, hoffentlich nicht. Ich erledige die eben, dann... Ja, die dreht sich. Ich sehe das da oben auf der Karte. Ja, da guckt sie einer an. Da hat sie sich gerade... Ja, guck mal an. Du weißt ganz genau, dass ich hier bin. Du weißt ganz genau, dass ich hier bin. Tu mal nicht so. Du willst mich nur rauslocken. So. Tja. Das war's dann wohl. Okay, jetzt wird die Suche abgeschlossen. Ich loote jetzt mal gerade nochmal ein paar Sachen. Die hatte anscheinend überhaupt gar nichts dabei. Der hatte Pistolenmunition. Ah, und noch. Der hatte ein Stimpack. Wie cool. Hey, da hat sich sogar jetzt wieder was gebracht. Wir haben ein Stimpack bekommen. Und im nächsten Raum sind dann drei Personen weniger. Eins, zwei, ja, drei. Ist richtig. Okay, wir machen uns auf dem Weg wieder da hinten hin. Ja, die stehen da wieder. Na gut, noch 30% eben warten. Dann können die bitte wieder auf ihren Posten zurückgehen. Ach, die Tür ist sogar zu. Sieh einer an, da kann ich ja hier sogar ein bisschen rumtanzen. Dann würden die mich ja immer noch nicht entdecken. Jetzt muss ich aber durch. Einer guckt gerade in unsere Richtung. Und ich habe wieder das Gefühl, der hat sich da irgendwie festgefroren. Bitte da anlehnen einmal. Ja, hier anlehnen. Na, ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, der hat sich wieder festgefroren. Das kommt einem immer so vor. Weil er bewegt sich nicht. Oh, das ist so eine richtig doofe Situation. Ich käme nicht rüber. Selbst mit D. Ich glaube, ich käme nicht rüber. Nicht schnell genug. Er sieht uns ja direkt. Er hat uns ja sofort... Ah komm, beweg dich doch. Er bewegt sich nicht. Ich könnte natürlich auch mal eben... Ich könnte den auch anlocken. Ah komm, wird doch voll. Jetzt. Ja, sehr gut. Genau so habe ich es mir gedacht. Gut, dann funktioniert sowas auch. Alle, hopp. Ach, nee. Aber sie haben mich noch nicht entdeckt, sonst würden die ja schießen. Nee. Oh, doofe Situation. Biozelle benutzen. Weil wir hätten nicht genug Energie gehabt, wenn ich jetzt... Ich habe jetzt einfach die Biozelle benutzt, weil wir hätten nicht genug Energie gehabt, den jetzt da umzunieten. Jetzt, glaube ich, kommt noch einer. Ja, da kommt noch einer. Komm hier hin. Komm hier hin. Komm hier hin, perfekt, das wäre super. Siehst du den Frauen Blue Badge da drüben? Ernsthaft? Komm hier hin. Was machst du denn? Komm. Hast du irgendwas? Komm hier hin. Hey, wir müssen
Komm schon, das schaffst du. Ja, Junge, wo ist der? Such! Warte mal, ist hier nicht auch noch eine Tür? Ja. Vielleicht kriege ich den dann. Jetzt kommt der wieder dahin. Oh, der sehr gut, sehr gut. Wieso konntest du nicht direkt dahin gehen? Dein Kollege liegt ja jetzt nicht erst da, sondern der liegt ja schon die ganze Zeit da. Den hast du sicher schon entdeckt. Aber die wissen, im Hinterkopf wissen die, dass ich da bin. Nur die denken sich auch, nee, da laufe ich jetzt nicht hin. Ich möchte noch nicht schlafen. Die wissen ganz genau, wenn die da hinlaufen, habe ich sie. Und deswegen tun sie so, als würden sie nicht wissen, wo ich bin. Ja, ich würde sagen, die nächsten schalten wir auch aus. So ist das ganz gut. Wo ist denn hier noch einer über mir? Kann das sein? Ja, klar. Irgendwie. Ist da hinten einer? Da hinten ist wirklich einer, ja. Wird aktualisiert. Ach so. Ah, okay. Ich bin wieder unentdeckt. Gut. Soll ich die Schranke hier auslösen? Was ich mal schon immer ausprobieren wollte, ist, komme ich da hoch? Ja, ich komme wirklich hier hoch. Cool. Und hier ist auch einer, den ich vorhin auf der Karte nicht gesehen habe. Ich glaube, dafür muss man die Karte öffnen. So, der muss jetzt hier irgendwo sein. Der steht hier hinter. Und... Nee, der ist unter oder über mir. Auch nicht schlecht. Okay, ich glaube, ich würde sagen, er ist unter mir. Obwohl, ober mir ist auch noch eine Ebene. Ja, mir egal, ob wir jetzt oben oder unten lang müssen. Wir müssen auf jeden Fall da hinten hin. Die Leiter benutzen, schnell umdrehen. Kurve. Yo. Okay, dann komm mal her. Was hast du? Ach, der hat ein Bier. Auf der Arbeit. Zitze. Aber ich weiß gar nicht, ob das ihre Arbeit ist. Sind ja keine Polizisten. Ja, was haben wir hier? Betäubungspfeil? Nee. Yes! Betäubungspfeile! Ich glaube, komplette 5 Stück. Sehr gut. Und nochmal ein Hypostim. Ey, super. Gut, dass wir hochgegangen sind. Wären die uns vorhin nicht verfolgt, hätte es sein können, dass wir hier gar nicht erst irgendwie hochgegangen wären. Ja, ich gehe dann, glaube ich, jetzt wieder runter. Oh, wir werden gesucht. Ja, habe ich schon vorhin bemerkt, aber... von wem denn? Hier ist keiner mehr, der uns suchen kann. Ja, doch, da hinten anscheinend, aber... Die wissen nicht, wie man sucht. Die haben noch nie... in der Kindheit Verstecken gespielt. Dann sind die hier nicht gut positioniert. Jo, was machen wir jetzt? Hier gab es ja jetzt anscheinend nur... Ja, was heißt nur? Hypostim und auch noch... Ja, was waren das andere jetzt nochmal? Ah ja, betäubungsvolle Munition. Wir könnten damit jetzt schon mal einen ausschalten, aber das sind so wenige, das mache ich nicht. Das wäre Verschwendung. Ich würde gerne da hoch. Ach, da komme ich locker hoch. Locker. Ja, jetzt schalten wir den aus und das war's. Fast. Ach, das ist eine Kamera. Oh. Oh. Eine Kamera. Yo. Was machen wir denn da? Gehen wir jetzt unten lang oder... Lassen wir uns was einfallen, wie wir die Kamera jetzt austricksen. Ja, ich würde sagen, komm, wir legen uns mit der Kamera an. Und so könnten wir jetzt die mit den Fähigkeiten, Mann, jetzt in Praxis, dann könnten wir die vielleicht ausschalten. Ja, jetzt guckt die dahin. Ich weiß aber schon, wie wir rüberkommen. Hier ist ein Computer. Aber den kann ich jetzt nicht benutzen. Es sei denn, ich wäre richtig schnell. Hallo? Kannst du dich bitte... Ja, perfekt. Oh, gut. Hätte ja noch sein können, dass die irgendwie da durchgucken kann. Was ist das? Da möchte ich mal eben drauf zugreifen. Das ist nämlich eine Aktentasche. Ach, da ist was zum Hacken. Also eine Hacksoftware. Oh, hier sind 2 Laptops. Wie gerne ich da drauf zugreifen würde. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch Security. Wann muss ich denn jetzt eigentlich gleich darüber laufen? Ah, noch eine bessere Idee. Anstatt darüber zu laufen, hierhin. So, warten, bis das Licht durch mir durch ist komplett. Hä, ist es durch? Ne, jetzt kommt es wieder zurück. Aua, das ist das groß. Ja. Ich werde jetzt gleich dahin rennen. Ja, gut. Wenn wir schnell sind,
ist das ja auch nicht mehr weiter schlimm. Security haben wir hier irgendwo. Nee, wir haben hier nur die ganzen normalen Computer. Oh, hier können wir uns frei rumbewegen. Was haben wir denn hier alles? Wasserkanister, werfbar. Wein.